Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Harveys Neue Augen. Wir sind hier gut zu erkennen in der Anstalt mit der kleinen Lilly und einem ultra hässlichen Porträt von Alfred. Oh mein Gott. Oh, und was mir gerade auffällt, es ist tatsächlich die Anstalt. Das ist Ednas Zelle. Hier war der eine unfähige Typi immer gesessen, den wir hier reingelotst haben. Ja, es ist irgendwie alles noch da. Das ist super. So, Ednas Zelle. Die Tür war fest verschlossen. Ja, das hätte ich mir auch irgendwo denken können. Was sagst du denn zum Porträt? Was für ein hässlicher Junge. Warum jemand so ein Bild aufhing, war Lilly eine Rätsel. Ja, gut, dass ich voll ultra hässlich gesagt habe, aber wir können das auch mitnehmen. Wir haben noch dabei das Wollknäuel, das Geisterkostüm, Harvey natürlich und jetzt das Bild. Okay. Okay. Do not disturb. Können wir da rein? Die Tür war fest verschlossen. Was können wir dann nehmen? Das Schild. Ach, wir haben es abgehängt. Können wir jetzt rein? Die Tür war fest verschlossen. Oh. Haken an der Tür? Ach, da war der Haken. Ja, was hast du zum Mondschein? Lilly konnte den Mond stundenlang anstarren, aber sie tat es nur noch ungern. Es passierten dann immer so schreckliche Sachen. Oh je. Gut, dann gehen wir mal in den Axelraum. Ja, da kommen wir auch rein, sehr schön. Oh. Da will ich jetzt nicht hin. Eilt nicht so sehr. Okay, was kann man denn? Wir können die Bowlingkugel mitnehmen. Das ist ja cool, das ist wirklich irgendwie noch alles da. Wie ungeschickt. Lilly hatte die Termitenfarm kaputt gemacht. Können wir mit denen noch irgendwas machen? Boah, die hässliche Alf-Puppe. Aber mit können wir The Brain nicht mehr reden. Das finde ich doof. Der Kleiderständer. Der Kleiderständer erinnerte Lilly an den alten Mann aus der Schulsammlung. War das wirklich erst heute gewesen? Stimmt ja eigentlich, das soll alles einen Tag darstellen. Der Spiegel. Was sagst du zum Spiegel? Lil? Diese Bowlingkugel hatte einen unheimlichen Gesichtsausdruck, aber auch nicht unheimlicher als der des kleinen Jungen auf dem Moment. Bild im Flur. Erst noch. Er war. Das ist richtig cool. Was kann man noch nehmen? Nichts. Gut. Dann sprechen wir doch mal mit dem Phantom. Tut mir nicht weh. Lass mich in Ruhe. Ich bin ein hoffnungsloser Fall. Vater hatte ganz recht. Ja, du hast richtig gehört. Ich bin Ruben, Dr. Marcells geheim gehaltener zweiter Sohn. Was? Alfreds älterer Bruder. Lilly wusste zwar nicht, wer Alfred war, aber sie hielt es trotzdem für angemessen, schockiert die Luft anzuhalten. Unsere Erziehung sollte perfekt verlaufen. Vorherrschende Methoden schienen Paps unzureichend. Darum begann er, eigene zu entwickeln. Während Alfred auf seine Praktiken anschlug, entwickelte ich Verhaltensauffälligkeiten. Ich war ein missratenes Experiment. Paps war so enttäuscht, dass er mich im Anstaltskeller einsperrte und vor der Außenwelt geheim hielt. Alfred hingegen präsentierte als Paradebeispiel seiner Erziehungsmethoden. Ich hatte nie eine Chance, mir seinen Stolz zu verdienen. Seit Alfred ums Leben kam, ist alles nur noch schlimmer geworden. Ich bin nur noch Luft für ihn. Ein Geist, ein böser Traum. Die seltsamen Umstände von Alfreds Tod zeigten ihm, dass Kindlichkeit eine Krankheit ist, die es auszurotten gilt. Ich hätte damals sterben sollen, könnte ich nur meinem Bruder noch einmal gegenübertreten. Ich konnte mich nie von ihm verabschieden. Okay. Das Phantom sah bedrückt aus, aber Lilly fiel noch etwas anderes auf. Ein Schlüsselbund. Ha! Ob das der Schlüssel zu Ednas Zelle war? Das habe ich mir nämlich auch gedacht, dass hier noch der Schlüsselbund hängen. Das heißt, wir müssen irgendwie mit dem Geisterkostüm dann irgendwie haben den Alfreds Geister hin. Ja, bitteschön. Oh, das ist der. Das ist mein Bruder Alfred.
Oh, Alfred, ich hätte dir noch so viel zu sagen. Ja, sag's ihm doch. Können wir da noch irgendetwas nehmen? Lunchbox. Da hatte jemand seine Lunchbox stehen lassen. So etwas konnte Lilly nicht passieren. Sie hatte ja gar keine Lunchbox. Ja, wie soll dann sowas auch passieren? Ein Honigpfannkuchen. Oh, ist das widerlich. Das wird ja super, okay. Da half auch kein Abdecken. Lilly hatte den Jungen gesehen und musste damit leben. Okay, daran erinnere ich mich. Ja, ne, ich habe mich daran erinnert. Ich habe es nicht vergessen, aber jetzt muss ich auch... Super. Okay. Oh, ich habe eine Idee. Oben auf dem Kleiderständer wirkte die Bowlingkugel wie ein Totenkopf. Aber Sau, irgendetwas cool. fehlte. Ja, ich weiß auch genau was. Hier. Lilly schauderte. Plötzlich stand ein Gespenst in der Abstellkammer. Was ist das denn? Ein Geist? Na hör mal! Wenn hier einer spukt, dann bin ich das! Verschwinde von hier! Wenn du Alfred siehst, sag ihm... sag ihm, er soll hier mal vorbeispuken. Oh nein! Ich habe mich nie von ihm verabschieden können. Oh, er weint voll! Oh, wie traurig! Guck, kann man die Hilfe aufhängen? Nee. Ich mag gar nichts machen. Gab's hier nicht noch irgendwas? Der Mondschein. Müssen wir den lenken? Boah, ich hab eine Idee. Oh! Die Termiten haben wir doch das letzte Mal auch mit so Viechern dahin weggebracht und so. Bemerkenswert. Ja. Die Termiten hatten den Pfannkuchen verputzt. Und dabei ein Loch in die Tür genagt. Das war der Honig. Das letzte Mal haben wir es nämlich auch mit Honig weggemacht. Und jetzt weiß ich auch, was man machen muss. Und da das Bild an dem Haken aufhängt. Was ist das denn? Ein Geist? Na hör mal, wenn hier einer spukt, dann... warte mal. Alfred? Alfred, du bist es wirklich. Ich kann es kaum fassen. Oh, Alfred. Ich konnte mich nie von dir verabschieden. Und dabei habe ich dir doch noch so viel zu sagen. Oh, wo soll ich anfangen? Ach ja, ich weiß. Du miese Dreckskröte! Deinetwegen habe ich mein ganzes Leben in einer stinkenden Kanalisation verbracht. Na warte. Okay, das ist meine Chance. Oh Gott, schnell weg hier. Wow. Warum auch immer das Bild von Harvey durchsichtig ist. War das doch kein Dia. Okay, wir haben hier Schlüssel. Ab zu Edna. Edna! Lilly, so ein Glück. Wer ist das? Wir hatten schon Sorge, du wärst auch erwischt worden. Der Doktor ist vollkommen übergeschnappt. Er will uns alle zu willenlosen Marionetten machen. Sieh nur, was er der Oberin angetan hat. Oh. Was? Hallo Lilly, schön, dich zu sehen. Aber was treibst du bloß hier, mitten in der Nacht? Haben dich deine Mitschüler dazu angestiftet? Das sind so ungezogene Kinder. Du hingegen warst immer so brav. So brav. Es tut mir leid, dass ich immer so streng war. Aber jetzt, dank Dr. Marcel, bin ich auch ein artiges Kind. Komm, Lilly, setz dich. Du kannst mir helfen, die Puppen für den Doktor zu sticken. Ignoriere sie einfach. Finde lieber einen Weg, um uns zu befreien. Wir müssen hier fort, bevor der Doktor... Oh nein. Oh oh. Habe ich dich endlich. Ich hatte gehofft, dass du hier aufkreuzen würdest. Ich kann jede Hilfe gebrauchen, um die Produktion meiner Hypnosepuppen voranzutreiben. Schon sehr bald werde ich die ganze Welt beliefern.
aufsässige Kinder wird es nur noch in Geschichten geben. Sobald ich dich meiner verbesserten Hypnosetherapie unterzogen habe, kann mich nichts mehr aufhalten. Hier, ich habe eine Frage. Bist du verrückt? Okay, Garrett ist hier, Edna ist hier und verdammt nochmal, das hier ist die Oberin, die endlich mal bemerkt, dass wir eigentlich ein sehr artiges Kind sind. Und mir soll hier beim Harvey-Sticken helfen. Okay, reden wir erstmal mit der Oberin. Komm, Lily. Setz dich. Du kannst mir helfen, die Puppen für den Doktor zu sticken. Wir sind brave Kinder. So brav. Die Oberin stand offenbar unter dem Einfluss von Dr. Marcells Hypnose. So würde sie keine große Hilfe sein. Lily ertappte sich dabei, dass sie sich die alte, strenge Oberin zurückwünschte. So brav. Was sagt Garrett? Du musst uns befreien, Lily. Ich glaube, die Oberin hat ein Messer, um die Fäden zu kürzen. Dummerweise kann sie es nicht benutzen, solange sie unter Hypnose steht. Wenn wir sie doch nur irgendwie aus ihrer Trance holen könnten. Da hätte ich sogar fast schon eine Idee. Ich freue mich ja so, dich zu sehen, Lily. Ich würde dich ja umarmen, aber naja, diese Woll-Version eines HR-Geiger-Albtraums schränkt meinen Handlungsspielraum etwas ein. Können wir diese rührende Wiedersehensszene auch später verschieben? Erst einmal brauchen wir einen Plan, wie wir hier runterkommen. Alter. Deine Mutter braucht einen Plan. Meine Mutter hat einen Plan. Zum Beispiel, mir einen Sinn für die Realität zu vermitteln. Was ist der Plan deiner Mutter? Ach, ich vergaß, du hast ja gar keine Eltern mehr. Boah, wie fies. Alter. Was? Oh, Lily hat recht. Wir sollten uns lieber darauf konzentrieren, hier rauszukommen. Einverstanden. Schnösel. Richtig, Edna. Alter, dem muss es bestimmt übelst schwer fallen, so zu reden. Da kann sich ja gar nicht in alle Richtungen wegbewegen. So, was haben wir da? HW-Puppen. Lily Nadel. Mochte Nadeln. Einmal hatte sie sogar heimlich eine aus dem Haushaltsunterricht mitgenommen. Sie verwahrte sie sicher in den Ritzen ihrer Matratze und holte sie nur nachts heraus, wenn alle anderen schliefen. Nein. Gut, die können wir nehmen. Du sollst keine spitzen Gegenstände benutzen. Alter, ich schlag dich zusammen. Ich soll es ja nicht benutzen, ich wollte es ja nur nehmen. Dr. Marcel plante, in Massenproduktion zu gehen. Oh oh. Harvey-Puppen, Harvey-Puppen, Harvey-Puppen. Lily saß in der Falle. Abfalleimer. Lily zögerte. Normalerweise wartete sie, bis die Oberin fort war, bevor sie im Müll wühlte. Aber Lily gingen langsam die Optionen aus. Aber was war das? Waren das Augen? Oh, gut kombiniert, Watson. Okay, wir haben Nadel, wir haben Wolken, wir haben Augen und wir haben Haare. Perfekt. Und das Spiel heißt... Jetzt hatte Lily Nadel und Faden. Lily kam eine Idee. Sie wusste, sie konnte nicht gut nähen. Aber vielleicht reichte es aus, um Harvey seine alten Augen zurückzugeben. Sie machte einen ersten Stich. Lily zögerte. Zu oft hatte man ihr gesagt, dass sie nicht mit Nadel und Faden umgehen konnte. Aber was hatte sie schon zu verlieren? Sie würde es wohl darauf ankommen lassen müssen. Was machst gespannt? Du? Lass das! Du tust mir weh! Du sollst keine spitzen Gegenstände benutzen. Du sollst nicht an meinem fusseligen Hintern kraulen. Ha! Oh. Yay! Ich bin wieder da! Er ist wieder da. Ich kann es kaum glauben. Ich bin wieder der Alte. Harvey, bist du es? Und da ist ja auch Edna. Los. Lass uns etwas anzünden. Und damit zum Mond fliegen und es anschließend aufessen. Na los, Lily. Worauf wartest du? Nimm dir die Bude auseinander. Yippie! Also, verrückt ist er ja irgendwo schon, ne? Harvey mit alten Augen. Sehr gut. So, und jetzt müssen wir ja die Oberin hypnotisieren, ne? Konnte Lily der Oberin auf diese Weise helfen, ihre Blockaden zu lösen? Zitternd zog sie an der Schnur. Oh oh. Du
Wookie. 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 Yeah. So, der Transwelt und... Hm? Hey Lilly, du auch hier. Cool. Was ist das? So eine Art Kampf? Weniger reden, mehr kämpfen. Wow, wir müssen jetzt aber kein Schach spielen oder sowas, oder? Tutorial. Hallo. Jetzt seid ihr am Zug. Wählt eine eurer Harvey-Spielfiguren auf der rechten Seite. Danach die Aktion aus der Liste unten links und schließlich das Ziel der Aktion. Beachtet die Anweisungen im Aktionsfenster, um zu entscheiden, welche Aktion ihr ausführen wollt. Jeder Harvey hat im Normalfall eine Aktion pro Runde. Aber Vorsicht, die Harvey-Dämonen werden sich zur Wehr setzen. Okay, das heißt aber auch, dass wir alle... Ja, wir können alle angreifen. Es wäre eigentlich total cool, wenn wir immer diejenigen angreifen würden, die dann eben das entsprechende Gegenpart ist und so. So, was kannst du denn zum Beispiel? Normal angreifen motiviert einen HW nochmal zu. Ach, dann können wir wohl einmal pro Runde oder was? Schussattacke, Megadauerfeuer, trifft bis zu 5 Gegner. Ach, okay. Ja, verstanden. Kombo ist immer mit einem zweiten HW zusammen. Na, dann mache ich das doch mal. Ich meine, hallo? 1, 2, 3, 4, 5. Paff. Yeah, geil. Spinne schützt ihre Verbündeten. Die Spinne schützt vor Schussattacken. Das heißt, dass ich jetzt Schussattacken immer nehmen kann. Logischerweise. Feuerattacke Megabrand. Setzt bis zu 5 Megern ein. Oh, nehmen wir doch auch gleich mal. 1, 2, 3, 4, 5. Der Schneemann schützt vor Feuer- und Hitzeattacken. Was kannst du? Propaganda lässt einen Gegner zweimal seinen Mitschüler angreifen und blockiert ihn. Das ist doch auch super geil. Nehmen wir einen von den 15 Typen. Ach, der hat auch mal angegriffen, ja. So, jetzt haben wir nur noch den Stichding-Harvey. Scharf-Harvey. Der scharfe Harvey. Nahkampf-Laserschwert macht mir Schaden. Ja, ist logisch. Den kann man den nicht mehr benutzen. Dann gehen wir doch nochmal auf den drauf. Gut. Mal, kann irgendeiner von euch auch heilen? Nahkampfattacke, doppelter Schaden. Dich habe ich schon gesehen. Lässt einen heilen. Heilt einen HW. Dann heilst du jetzt erstmal, und zwar den Feuer-HW. Das wäre natürlich auch schlau, wenn man wissen könnte, wie viel du heilst. So, wir haben die... Ach, wir haben die Feuerattacke nicht mal. Dann nehmen wir doch gleich die Feuerattacke. Wieder die da. Hat ja super geklappt. Gut. Hat überhaupt nicht geklappt. Mega Dauerfeuer. Nee, das bringt ja nichts. Was kannst du denn schon? Grenzposten. Propaganda. Nehmen wir wieder Propaganda. Nehmen wir jetzt mal. Ja, nehmen wir wieder den. Wieso hat der jetzt keinen Schaden gemacht? Okay, dann habe ich dich noch. Megadauerfeuer hilft ja nichts. Rauschzustand habe. Motiviert einen Gegner zuschlagen. Was kannst du noch für Kombos? Nur mit einem, den wir sowieso nicht mehr haben. Nahkampfattacke mit doppeltem Schaden. Lässt einen HW zustechen. Was hast du denn? Schussattacke mit doppeltem Schaden. Hier, bitte.
Ach, bin ich blöd. Ja, ist klar. Vergeudet. Ja, ja, verloren. Motiviert einen HW nochmal zu handeln. Ja, gut. Bitteschön. Ach so, einen Verbündeten. Ja, dann nehme ich den da. Ja, dann kannst du jetzt nämlich heilen. Bist du mein heile HW. So. Und du greifst jetzt den an. Sehr gut. Das heißt, wir haben den einen ja fast schon wieder down gekriegt. Die beiden Dinger ärgern mich ein bisschen, weil das heißt einfach, dass das noch nicht so viel Sinn macht, da anzugreifen. Deswegen mache ich den jetzt down. Woohoo! Hoffentlich können die den nicht wiederbeleben. Okay, die ganzen Dinger hier sind immer noch da. Deswegen nehme ich jetzt den Propaganda-Harvey. Du machst doch nur Nahkampf, oder? Justitia. Chin, mach mal den. Ja, hat das super geklappt. Ach, hier, der Feuerschutz ist weg. Also, los. Megabrand. Und zwar ist 1, 2, 3, 4, 5. Ja. Und jetzt ist die Schussattacke auch schon weg. Das heißt, Mega-Schussattacke gleich hinterher. Mach mal den. So, das heißt, der da hinten ist jetzt down gleich. Du hast zwar die Mega... Nee, du hast die Mega-Brandattacke gut, weil du schützt es erstmal wieder, und zwar ihn. Okay, Schutzattacke ist noch da. Dann mache ich jetzt Mega-Brand. Und zwar auf jeden Fall dich, weil du bist dann down. Habe ich nicht auf Megabrand geklickt? Okay, du bist eh weg. Dann erstichst du jetzt mal welche. Und zwar ihn hier. Und du? Nee, das bringt mir nichts. Mach den weg. So, zwei sind down. Nein, drei sind down. Mach's nach. Doppelte Schussattacke mit doppelten Schaden. Gehst jetzt mal auf den da hinten. Machen wir erstmal die down, die noch da sind. Und ihr habt doch noch euer Propaganda-Zeug. Hier. Was immer das auch war jetzt, keine Ahnung. Du heilst jetzt erstmal wieder. Und zwar ihn hier. Niemand schießt in den Verbündeten. Ha, wie egal mir das ist. Wie egal mir das ist. Bis zu 5 Gegner gleichzeitig. Wir haben zwar nur noch 4, aber whatever. Paff. Nur noch 3 sind da. Er heilt natürlich wieder, ist klar. Pussy. Nahkampf Laserschwert macht mehr Schaden. Wie viel Schaden machst du? Wow. 6? Wahnsinn. Okay, Propaganda. Propaganda. Just the remix. Propaganda. Kennt ihr das Lied? Das ist super. Habt ihr es gleich? Gut. Du heilst. Und zwar ihn hier. Ja, ja, das bringt dir überhaupt nichts, wenn du heilst, mein Freund. Und Helfer. Nahkampf, Laserschwert. Genau dich will ich oft. Dich anwenden. Paff. Tot. Doppelte Schussattacke. Und zwar du. Nein! Na gut, dann kann man bestimmt wiederholen, hoffe ich. Ah, lässt einen HW zuschlagen. Na komm, wo geht ja eh nicht mehr. Bringt einen Gegner kurz dazu, kurz für dich zu kämpfen. Nein, das ist mir zu anstrengend.
So. Ach, dich habe ich ja auch noch. Bitteschön. Hau zu. Ach, jetzt sind wir schon wieder dran. Das ist ja sehr cool. Kannst du den wiederholen? Können die das dann nicht auch machen? Ah, ich frag lieber nicht nach. So, bitteschön. Paff. 6 Schadenspunkte. Anscheinend nicht, weil der einzige heile Harvey wäre ja da hinten gewesen. Oh, da muss ich aufpassen, dass mein heile Harvey nicht stirbt. Angriff. Weil alles, was auf mehrere Leute geht, sehe ich jetzt mal überhaupt nicht ein, dass ich das mache. Und mein Lügen, Harvey. Bitteschön. Gewonnen! Yippie! Ja, Mann. Das kann nicht sein! Schachmatt! Verfluchter Hase! Du solltest doch aufpassen, dass sie sich an die Regeln hält! Hab ich doch! Sie kann hier doch nicht einfach tun und lassen, was sie will! Natürlich! Na klar! Randale! Oh. Aber wir brauchen Regeln! Sonst! Sonst? Sonst! Sonst? Sehr cool! Oh oh! Oh. Ach, das war auch der letzte Harvey, der uns gefehlt hat, der Schiedsrichter Harvey. Wie hieß das Verbot? Tun und lassen können, was man will, oder was? Mal gleich gucken. Die Blockaden der Oberin waren beseitigt. Hatte Lily einen Fehler gemacht? War die Oberin jetzt wieder so streng und bösartig wie zuvor? Doch noch als Lily das dachte, begann die Oberin bitterlich zu weinen. Danke, Lily. Ich hatte ganz vergessen, was es heißt, ein Kind zu sein. All diese ungerechten Regeln. All diese Verbote. Ach, Iggy. Oh, Lily. Was habe ich euch nur angetan? Bravo, Lily. Wir haben sie da, wo wir sie haben wollten. Jetzt nimm ihr das Messer ab, damit du uns endlich losschneiden kannst. Wie hieß es, das Verbot? Tun und lassen, was man will. Das ist super. Da kann ich jetzt auch eigentlich einfach gehen, oder nicht? Okay. Soweit, so gut. Das nächste Mal spielen wir erst weiter. Der Part ist jetzt zu Ende. Wir werden irgendwie versuchen, von ihr das Messer abzujuxen. Wobei ich überhaupt keine Ahnung habe, wie wir das machen müssen. Wir haben dafür jetzt endlich Harvey mit den alten Augen. Wir haben sämtliche Verbote freigeschaltet, beziehungsweise können wir endlich ausschalten. Und werden dann wohl Edna und Garrett befreien. So weit, so gut. Oh, die Naht ist ja auch noch da. Cool. Die Polsterung war zerrissen. Was war hier vorgefallen? Tja, wir wissen es, oder? Alles klar, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.